Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Die Stadt mit einer ganz besonderen Verbindung zur Geschichte Polens. Einer Verbindung, um die in Polen jedes Kind weiß. Hier saß Marschall Józef Piłsudski in deutscher Festungshaft. Am 9. November wird er entlassen, um schon zwei Tage später als erster Staatschef die Republik Polen auszurufen. Dieser Film erzählt die Geschichte um den Mythos von der Geburt Polens und der erstaunlichen Reise Józef Piłsudskis. Auch wenn die Erinnerung an Piłsudski in Magdeburg weitgehend verblasst ist, so finden sich etwa im Stadtarchiv noch einige Quellen, die uns mehr erzählen können über die Internierung und Freilassung Piłsudskis. Die Tage im November waren die Zeit des Umbruchs und des Neuanfangs. Der deutsche Kaiser dankt ab. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann ruft die Republik aus. Und Józef Piłsudski, aus der Internierung in Magdeburg entlassen, steigt in den Zug nach Warschau. Die Fahrt von Józef Piłsudski nach Warschau kann man als eine magische Fahrt bezeichnen. Das heißt, man kannte den Start, man kannte aber nicht jetzt das Ende dieser Fahrt. Man muss sich dann die Situation Polens auch vorstellen. Im Jahre 14, Polen existierte nicht, seit über 100 Jahren. Und nur durch den Ersten Weltkrieg ist eine neue Situation eingetreten, dass ein wiederhergestelltes Polen entstehen kann. Und Piłsudski war diejenige Person, die diese Zeit erkannt hat und auch die Möglichkeiten hatte, um das mehr oder weniger durchzusetzen. Doch wer war dieser Mann, der heute in Polen als Kultfigur gilt? Piłsudski war Militär und Pragmatiker. Die polnische Bevölkerung genoss großes Vertrauen in den Marschall. Auch seine Internierung durch die Deutschen hatte durchaus Vorteile. So bewahrte sie ihn nach seiner Rückkehr nach Warschau davor, als Büttel der Deutschen zu gelten. Die Freilassung von Piłsudski war essentiell wichtig für die polnische Geschichte. Das sorgt natürlich dafür, dass er aus polnischer Sicht als so eine Art einerseits charismatischer Anführer und gleichzeitig Märtyrer gesehen wird. Und das ist das ideale Material, aus dem man später Helden schmiedet. Piłsudski hat zu diesem Zeitpunkt genießt einen legendären Ruf. Ohne Piłsudski, der dann im November 1918 nach Warschau kommt, wäre die polnische Geschichte einfach anders verlaufen. Und das hatte auch mit seiner Persönlichkeit zu tun. Harry Graf Kessler beschreibt ihn. Er schien etwas müde, früh gealtert, unmilitärisch gebückt, hatte aber merkwürdig schöne, tiefe, energische, plötzlich wieder weiche und dann auch junge Augen. Das Gesicht, Schnitt und Ausdruck erinnerten an Dostojewski, auch an Nietzsche. Bei Józef Piłsudski kann man sagen, dass er nicht nur eine charismatische Person war, sondern auch eine so große Ausstrahlung hatte. Aber er war ein Mann, der nicht scheute, auch klare Meinung auszusprechen. Piłsudskis Ruf war legendär. Er galt als Terrorist. In seiner Jugend beteiligte er sich an einem Anschlag auf den russischen Zaren. War Sozialist und durch Militär. Piłsudski führte die polnischen Truppen an. Er war, wie Kessler schreibt, ihr Schöpfer und ihre Seele. Er hatte dem deutschen Kaiser den Eid verweigert, ihm seine Legion nicht unterstellt. Denn er glaubte nicht, dass die Deutschen eine echte Unabhängigkeit eines neuen polnischen Staates unterstützen würden. Die Deutschen steckten ihn in Festungshaft nach Magdeburg.
Für Piłsudski war der Aufenthalt in Magdeburg eine Denkpause. Also das heißt, nach den ersten Jahren, wo er gekämpft hat, mit der Verhaftung, hat er genug Zeit, um nachzudenken, wie dieses zukünftige Polen aussehen soll. Deswegen ist dieser Magdeburger Aufenthalt aus meiner Perspektive von großer Bedeutung. Die Internierung glich jedoch weniger einer Haft. Es war eher eine Art Hausarrest. Ich stehe um 7.30 Uhr auf, um 8 Uhr frühstücke ich, um 9 Uhr gehe ich in den Garten spazieren. Gewöhnlich bin ich 2 bis 2,5 Stunden draußen, sodass ich nach 11 Uhr wieder in meiner Zelle bin, wo ich bis mittags Zeitung und Bücher lese. Um 12.30 Uhr gibt es Mittagessen. Nach dem Mittagessen folgt die angenehmste Zeit, also gerate ich ins Träumen. Bei einer Zigarette und einem guten Tee schweifen die Gedanken bald und weit ab. Doch die Ereignisse dieser Tage führen zu einer überraschenden Wendung. Piłsudski wird entlassen. Um zu verstehen, warum die Deutschen Piłsudski jetzt aus der Festungshaft entlassen, muss man die Situation in Osteuropa sich vor Augen führen. Und das sah erstmal von deutscher Seite so aus, als sei der Erste Weltkrieg so gut wie gewonnen. Aber durch die Niederlage an der Westfront fiel den Deutschen ihr besetztes Osteuropa wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und dann haben wir hier ein konkretes Problem, nämlich, dass sich noch Hunderttausende von deutschen Soldaten in Gebieten befinden, in denen sie sich eigentlich nicht werden halten können und die nach Hause gebracht werden müssen. Und insofern ist hier eine Situation, in der es den Deutschen elementar daran gelegen ist, das Gebiet, durch das die deutschen Truppen zurück müssen, um nach Deutschland zu kommen, unter Kontrolle zu bringen. Also die Deutschen haben es nicht mehr unter Kontrolle, aber irgendjemand muss es kontrollieren. Und wer kann das kontrollieren? Piłsudski kann das kontrollieren. Warum kann Piłsudski das kontrollieren? Piłsudski war der Befehlshaber der polnischen Legionen. Er hat in der polnischsprachigen Bevölkerung einen Kultstatus. Und man weiß von deutscher Seite, dass Piłsudski ja dann dasselbe eigentlich will, was die Deutschen von ihm auch wollen, nämlich die Staatsgeschäfte in Polen zu übernehmen und zu verhindern, dass das Land im Chaos von Revolution und Bürgerkrieg versinkt. Die Bevölkerung hat 4 Jahre Krieg mitgemacht. Die Front ist mehrfach über sie hinweggefegt. Die Menschen sind in großer Zahl am Hunger gestorben. Ganze Landschaften und Ortschaften sind verwüstet. Man musste schauen, wie man den nächsten Tag überlebt, in diesen Tagen des November 1918. Das muss Piłsudski klar gewesen sein, als er über Berlin nach Warschau fuhr. Doch erstmal Berlin. Zur selben Zeit tobte schon in Berlin, aber auch in ganz Deutschland die Revolution. Das heißt, der Zug musste extra freigestellt werden, damit Piłsudski auch fahren kann. Die lange Fahrt nach Warschau und die Lage, in der wir uns befanden, gaben mir die Gelegenheit, ein Gespräch über aktuelle Themen zu führen, das offener sein konnte als unter normalen Umständen. In den Gesprächen konnte ich mich davon überzeugen, dass Piłsudski im Grunde genommen uns Deutschen gegenüber freundschaftlich gesonnen und auch zutiefst davon überzeugt war. Warum sollten also jetzt 2 neue Nationen nicht mit einer friedfertigen Politik beginnen können? Piłsudski war der Meinung, dass man dann doch gute Beziehungen nach Deutschland entwickeln muss, weil schon damals die Grundlagen für diese gute Beziehungen auch definiert worden sind. Also das heißt, man muss miteinander sprechen, man muss miteinander streiten, aber letztendlich sollte man das gemeinsame Ziel vor Augen haben, nämlich die gute deutsch-polnische Nachbarschaft. Und es wäre sicherlich auch ganz gut, wenn man auch heute an diese Gespräche von damals auch erinnern könnte. Piłsudskis Sonderzug erreicht im Morgengrauen des 10. November den Wiener Bahnhof in Warschau. Schon am nächsten Tag übernimmt Piłsudski das Oberkommando und wird schließlich der erste Staatschef eines unabhängigen Polens. 3 Tage und eine Reise von Magdeburg nach Warschau.
die die Geschichte des wiedererstandenen Polens für immer verändern sollte.